Morgen, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Soeben bin ich in Motier angekommen. Ich habe heute eine ganz schöne Tour von mir. Geht es zuerst in eine Schlucht rein. Und dann auf den Jura hoch. Und zuletzt komme ich zu einem ganz berühmten Aussichtspunkt. Aber mehr möchte ich jetzt noch nicht verraten. Lasst einfach euch überraschen. Hier die alte Markthalle von Motier. Jetzt da mal hoch. Da sehr schöne alte Häuser. Ein historisches altes Haus, was so schlossähnlich ein Herrenhaus sein früheres. So, wirklich schön. Immer ist bewölkt, es wird später noch Regen kommen, aber jetzt so, wie es kommt. So langsam verlasse ich Motier. Und an den Dorfrand. Da oben ist noch das Schloss. Ja, der Himmel da hinten sieht nicht so gut aus. Aber jetzt. Große Anlage. Schön. Um hier eine Pause zu machen. Aber für mich ist es jetzt noch ein bisschen zu früh. Denn ich starte hier erst zurecht mit meiner Wanderung. Dann noch eine kurze Beschreibung. Den Ort, wo ich jetzt hingehe. Wie die meisten von euch wahrscheinlich schon bemerkt haben, bin ich unterwegs in die Guetta Restschlucht. Eine sehr imposante Schlucht. Hier vorne merkt man noch nicht so viel, aber es wird dann sehr interessant, das kann ich Ihnen versprechen. Übrigens heißt das Guetta auf Deutsch die hässliche. Ich bin dann gespannt, ob das wirklich so eine hässliche ist. Jetzt geht mein Weg über diesen Steg. Da wieder einfach ein bisschen aufpassen, es könnte glatt sein.
kommt von da. Zum Glück der Weg heute nicht gesperrt. Es hat die Seite geschoben worden. So, jetzt geht es hier weiter. Immer mehr in die Schlucht hinein. Jetzt habe ich eine ganz romantische Stelle, ein bisschen ein flaches Stück hier. Und ich bin dann gespannt, wie es weiter hinten aussieht. Da vorne habe ich die erste Treppe von mir. Schön da oben. Es war ein ziemlich steiler Aufstieg hier. Aber schön. Von da unten bin ich jetzt gekommen. Da hat es eine sehr schöne Stelle. Und jetzt muss ich hier diesen Weg rauf. So, ziemlich viel Wasser. Da kommt auch ein Bach runter, oder ein Bächlein besser gesagt. So, jetzt geht's hier weiter. Oberhalb dieser Flur durch. Da geht's schon ziemlich runter. Schaut euch an, wie das da hier runter geht. Jetzt geht mein Weg hier durch. Eine Sicherung, also von dem her ist wirklich gut gemacht, muss man keine Angst haben. Aber da geht es jetzt schon ziemlich steil rum. Da ist jetzt schon schluchtartig. Es wird immer interessanter. Aber das muss ich ehrlich sagen, bis jetzt finde ich diese Schlucht noch nicht hässlich. Viel mehr romantisch. So, die erste Stufe habe ich erreicht. Von da hier unten bin ich jetzt hochgekommen. Da kommt auch noch ein Wanderweg durch. Und ich gehe jetzt hier nach hinten, diese flache Stufe da. Ist aber nicht so lange flach. Da hinten fängt dann schon bald die zweite Stufe an.
unten ist sogar jetzt eine kleine Brücke, wo ich drüber muss. Geht also wieder ein bisschen runter. Ein bisschen sorgfältig, es könnte glatt sein, dass es runter geht. Und auch hier auf die Brücke könnte es glatt sein. So, ein Blick aufwärts. Und noch ein Blick runter. Hier ist noch ein Rastplatz. Von da hier unten bin ich jetzt gekommen und jetzt müsst ihr das da hier vorne dann anschauen. Oh, ist das schön. Und ein bisschen weiter oben geht die Kantonsgrenze durch. Hier bin ich auch im Kanton Neuenburg und weiter oben ist dann schon der Kanton Waadt. So, jetzt geht das da hier auf. Fängt der interessante Teil an. Das Holz, das da hier drin unten liegt. Hier muss ich jetzt auf die Kantonsgrenze stehen. Jetzt geht der Weg da oben durch. Und von da hier unten, da bin ich jetzt hochgestiegen. Und hier hoch geht die Kantonsgrenze. Rechts ist Kanton Waadt und auf der linken Seite Kanton Neuenburg. Nach dem ersten steilen Aufstieg ist es jetzt wieder ziemlich flach. Aber ich bin noch nicht fertig. Der ganz interessante Teil kommt dann noch. Ich muss noch ein wenig Geduld haben. Schönes Bächlein. Das ist schön. Da oben auf einer Hütte zum Verweilen. Schöner Rastplatz. So, jetzt geht es da wieder hoch. Jetzt fängt die letzte interessante Stufe an.
Jetzt haben wir einen Holzsteg. Und da muss ich jetzt irgendwie dann hoch. Oha, das geht da auch hoch, he? Oh, ist das schön. Jetzt darum. Hier nochmal einen Blick nach unten. Wow, der da oben, hä? So. Gehen wir hier wieder weiter, diese Treppe hoch. Da geht es ziemlich steil runter. Nur für Schwindelfreie. Schon der nächste Wasserfall. Und hier oben durch geht jetzt der Weg. Da unten komme ich her. Da geht es jetzt wieder hoch. Und da muss ich jetzt dann nach hinten. Ah, diese Schlucht da hinten, hä?
kommt man da noch weiter. Da ist schon wieder eine Engstelle passiert und da wird es schon wieder breiter und da kommen sogar zwei Wäsche zusammen und oben hat es noch einen Rastplatz. Da oberhalb von der Schlucht denkt man nicht, dass das so eng durchgeht. Aber ich muss wirklich sagen, es war sicher wert, diese Schlucht drauf zu gehen. Die Weta Reis. Die erste Alm habe ich erreicht. Und hier in der Schweiz sagen wir ja Alp. Da vorne alles voll Sumpfdotterblumen. Da schon ein bisschen jetzt grüner geworden seit letztes Mal, wo ich auf etwa dieser Höhe war. Oben schön. Jetzt sind wir hier hoch. Da drüben ist eine ganz schwarze Wolke. Ich hoffe, dass es noch keinen Regen gibt. Wobei in diese Richtung, wo ich jetzt gehe, ist das Wetter besser. An dieser Stelle hier habe ich den zweithöchsten Punkt von meiner heutigen Wanderung. Jetzt geht es dann wieder runter. Und nachher, fast gegen den Schluss, nochmal rauf. So, da unten führt eine Straße durch. Und da ist die zweite Hütte, aber das ist auch noch gleichzeitig ein Restaurant. Da sieht man auch sehr viel diese Mäuerchen über die Felder. Interessant, was das da hier sein soll, ob das irgendwie eine Hütte gibt oder was, keine Ahnung. Da hier befinde ich mich auch auf dem Jura-Höhenweg und auf dem Europa-Fernwanderweg Nummer 4 von Spanien nach Zypern. Das sind da typische Jura-Hochweiden jetzt. Da in dieser Gegend sieht es nicht so gut aus vom Wetter her. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen trocken bleibt und nicht schon jetzt mit Regen anfängt.